Im Namen von Filmmuseum Frankfurt und Human Rights Watch darf ich Sie ganz herzlich zur wahrscheinlich ersten ausverkauften Vorstellung in unserer Dokumentarfilmreihe begrüßen. Und ja, Sie sind Teil des Ganzen. Citizen 4 ist auch zu Recht wahrscheinlich ein Film, der für ein solches Publikum sorgt. Denn Citizen 4 ist ein Film, der auf verschiedenen Ebenen Menschenrechte, aber auch mit einem faszinierenden Making-of dafür sorgt, dass es ein Film ist, den wir alle wahrscheinlich so schnell nicht vergessen werden. Menschenrechte werden in Citizen 4 auf verschiedenen Ebenen angesprochen. Das eine ist die Frage, wie viel Überwachung darf ein Staat zur Verteidigung seiner inneren Demokratie, seiner Ethik tatsächlich an seinen Bürgern verüben, um die sogenannte Selbstverteidigung des Staates aufrechtzuerhalten. Die zweite Frage, die wir uns alle stellen müssen, ist, warum und wie lange sehen wir zu, dass staatliche Institutionen an uns vorbei Überwachung durchführen und wir uns in dem Glauben wiegen, diese Überwachung geht nicht uns an, sondern nur andere. Der dritte Punkt, wie gehen wir mit Menschen um, die nach formalem Recht und Gesetz Gesetzesbrüche verüben, aber um auf bestimmte Tatbestände aufmerksam zu machen. Und Edward Snowden, der die Hauptperson in diesem Film ist, hat das getan und hat damit auch in den USA für erhebliche Gesetzesänderungen gesorgt. Und es ist nach wie vor nicht klar, wie die USA mit Edward Snowden in den nächsten Jahren umgehen wird. Wir haben heute das große Glück, Frau Bonnevoix, die eine der Produzentinnen dieses Filmes hier bei uns zu haben. Und wir haben mich mit Herrn Spöri abgesprochen, dass er das Filmtechnische übernimmt und ich hier mehr so die politischen Botschaften übergebe. Und damit bin ich eigentlich auch schon fast fertig, weil wir haben nachher noch genug Zeit, gemeinsam mit der Produzentin dieses Films zu diskutieren. Und ich denke, für Sie alle wird es ein interessanter Austausch sein und bitte Sie, aktiv an diesem Gespräch teilzunehmen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Weidner, für diese Einführung und wir freuen uns auch schon sehr auf das Gespräch, das Sie nachher dann zusammenführen werden. Wir danken auch sehr dieser wunderbaren Kooperation mit Human Rights Watch bzw. dem Frankfurter Komitee, denn alle zwei Monate, für alle, die es noch nicht wussten, machen wir eine solche Veranstaltung immer am ersten Dienstag des Monats und ja, das ist wirklich toll, auch mal Filme aus anderen Gesichtspunkten zu beleuchten, als wir es sonst unbedingt nur tun würden. Das ist wirklich was Besonderes. Und ja, noch besonderer ist es, wenn man einen herausragenden Film und einen herausragenden Gast hier hat. Und wir haben jetzt schon einiges gehört über Citizen 4. Das Thema ist tatsächlich ja auch besonders aktuell hier in Frankfurt, denn der Frankfurter Kunstverein, vielleicht haben Sie es gelesen, hat derzeit auch eine Ausstellung zum Thema Überwachung, und zwar eine Ausstellung der Werkschau von Trevor Paglen. Der hat Kamera gemacht zum Teil bei diesem Film und ist einer der Rechercheure von Citizen 4. Und ja, unter dem Titel The Octopus ist dort bis Ende August eine Werkschau eben zu sehen, die wir Ihnen auch sehr ans Herz legen möchten, so jetzt mal als Querverbindung unter den Museen. Zu Citizen 4. Er hat zahlreiche Preise gewonnen, die will ich gar nicht alle aufzählen, den Oscar für den besten Dokumentarfilm natürlich vorneweg. Das ist was richtig Großartiges und der Gast unseres heutigen Tages, Mathilde Bonnevoix, hat den Film nicht nur produziert, sondern auch geschnitten vor allen Dingen. Es ist uns eine außerordentliche Ehre, Sie heute hier bei uns zu haben, denn sie hat den deutschen Film der Gegenwart wahrscheinlich geprägt wie kaum eine andere ihres Metiers. Sie ist geboren in Paris und hat dort zunächst Philosophie an der Sorbonne studiert, kam dann kurz nach der Wiedervereinigung nach Berlin, fing dann an, Musikclips zu schneiden, unter anderem für Rammstein und Udo Lindenberg, habe ich gelesen. Ein ganz spannender Werdegang. 1997 kam dann Das Leben ist eine Baustelle, der ja, den Einstieg ins große Filmbusiness bedeutete, nämlich als Schnittassistentin, und dort lernte sie Tom Tykwer kennen. Mit Folgen, die wir alle sehr, sehr schätzen. Denn der gemeinsame Durchbruch war dann direkt der nächste Film, Lola Rent. Der Film, der deutsche Film, der international sicherlich bis heute für die meiste Furore in den letzten zwei Jahrzehnten gesorgt hat. Danach hat sie nahezu jeden Film von Tom Tykwer montiert, von Heaven bis zu The International, von Der Krieger und die Kaiserin bis 3. Und sie arbeitete mit Wim Wenders zusammen, mit Angela Schanelek,
allesamt zentrale Figuren des deutschen Films. Und sie hat mir vorhin schon erzählt, sie wählt die Filme sehr, sehr genau aus, nach einem sehr bestimmten Netz. Und das merkt man diesen Film auch an. Denn was ihre Filme eint, das ist, dass die allesamt eine Haltung haben. Der ungarische Filmkritiker Béla Balázs hat vor 7, 8 Jahrzehnten mal gesagt, die Einstellung ist die Einstellung. Und genau das ist es nämlich auch, im Schnittprozess dann eben auszuwählen, welche Bilder kommen da rein, welche Szenen, welche Einstellungsgrößen. Und das macht etwas mit dem Film. Und das ist die große Kunst des Schneidens und Montierens, was im kleinen Kämmerchen passiert, zusammen mit dem Regisseur. Und am Ende entsteht ein Film, der uns bewegt. Sie ist die wichtigste Cutterin des aktuellen deutschen Films. Herzlichen Applaus, Mathilde Bonfoy. Also, vielen Dank, Urs. Das ist wirklich sehr, sehr freundliche Worte. Ich will nicht viel sagen. Wir werden sprechen miteinander nach dem Film. Ich freue mich sehr, hier zu sein mit zwei solchen Partnern, dem Filmmuseum und Human Rights Watch. Das ist wirklich ganz toll. Das ist eine tolle Runde. Ich bin so froh, dass ihr alle gekommen seid. Und lasst uns später miteinander reden. Dankeschön, Mathilde Bonfoy, und gute Projektion. Bis nachher. Bitte begrüßen Sie Mathilde Bonfoy. Mathilde Bonfoy und Jan Weidner, die das Gespräch führen. Nehmen Sie hier gerade. So, jetzt muss ich, glaube ich, jeder mal so ein bisschen sammeln. Mathilde, als wir vorhin draußen gesprochen haben, war bis an einen Punkt, wo Sie sagten, Sie waren eigentlich schon an der Arbeit an einem Film, als eigentlich diese gesamte... als plötzlich quasi Edward Snowden, wie man so schön sagt, seitwärts in den Film quasi einbog. Ja. Über die, über den Kontakt mit Laura. Mhm. Was war das für ein Gefühl, als Sie quasi an einem Film gearbeitet haben, der eben über Massenüberwachung ging, als Sie plötzlich ein drittes Objekt auf dem Tisch hatten, der diese gesamte Arbeit, die ja bisher wahrscheinlich mehr so eine bisschen wie eine Desktop-Recherche waren, auf ein anderes Level gehoben hat? Haben Sie das mitbekommen oder wie haben Sie das wahrgenommen, dass plötzlich etwas passiert ist, was völlig außerhalb der Norm war? Das sind ganz viele Fragen auf einmal für mich. Aber was ich erstmal sagen sollte, damit alle Bescheid wissen, ist, dass Laura Poitras, die Regisseurin, machte schon seit ein paar Jahren einen Film über Überwachung, bevor sie von Edward Snowden kontaktiert wurde. Und sie hatte mich auch gefragt danach, ob ich den Film mit ihr schneiden würde. Und wir hatten schon mehrere Monate gearbeitet an dem Schnitt eines Filmes, der nie das Licht des Tages gesehen hat, nämlich ein Film, der gedreht wurde mit den Protagonisten, die sie sich ausgesucht hatte damals. Unter anderem war auch Julian Assange ein ganz prominenter Protagonist dieses Materials. Und es war kein Interviewfilm in dem Sinne, das heißt, es war kein Desktop-Film, wo man Recherche und Interviews und Analysen macht. Die Filme, die Laura Poitras macht, im Allgemeinen sind die der Art, die man Verité-Film nennt. Das ist eine Art im Dokumentarfilm, die darin besteht, dass man Situationen filmt, während sie stattfinden. Das heißt, man bedient sich nicht Interviews, sondern man folgt die Personen bei dem, was sie machen, und filmt so, wie man einen Fiktionsfilm drehen würde. Das heißt, man geht mit bei dem, was passiert, und dann schneidet man das später auch so, dass man eben dieses identifikatorische Effekt hat, dass man eben Figuren hat. Deswegen, wir waren auch sehr beschäftigt mit Material, was wirklich auch hervorragend war, mit Julian Assange, kurz bevor er in die ecuadorische Botschaft Zuflucht suchte und dann drin und all diesen Sachen. Und dann kam aber im Januar 2013 diese anonyme, verschlüsselte E-Mails von Edward Snowden, die Laura bekam und von denen sie mir und meinem Mann Dirk Wilutzki, der auch einer der Produzenten oder der Produzent des Filmes vielmehr ist, erstmal nicht erzählt hat. Und nach ein paar Wochen, nachdem sie das Gefühl hatte, okay, das ist wahrscheinlich legitim, da hat sie uns einen nach dem anderen in einer
in einem Restaurant gebeten, ohne unsere Telefone, ohne irgendwelche elektronischen Geräte, um darüber zu reden, und hat uns davon erzählt. Ja. Und das Gefühl, was man dann hat, wenn sowas dann passiert, ist unbeschreiblich. Aber vielmehr, also ich würde sagen, man denkt nicht so sehr an den Film, sondern man denkt an die Person, von der man dann mitkriegt, dass sie gerade dabei ist, ihr Leben aufs Spiel zu setzen auf eine Art, die man nicht ermessen kann. Weil wenn die Person, die damals sich nur Citizen Four nannte, wo man viel später erst verstanden hat, wer das ist, wenn sie tatsächlich die Wahrheit sagte, das, was sie in den E-Mails schrieb, war so gravierend und die Risiken, die sie nahm, so groß, dass einem nur schwindelig werden konnte. Ja. Und das war das Hauptgefühl, was wir hatten. Was ich sehr interessant finde, Sie haben ja gemeinsam gearbeitet an dem Projekt, Julian Assange und WikiLeaks zu porträtieren, die eine völlig andere Art der Veröffentlichung gewählt haben, nämlich nach dem Motto, alle Daten für alle verfügbar, sofort raus und quasi eine offene Plattform zu schaffen, egal was das für die Betroffenen, die auch hinter diesen Daten stehen, auch für Auswirkungen haben mag. Während Edward Snowden ja sehr viel sorgfältiger und anders an dieses Thema rangegangen ist. Haben Sie das auch intern auch nochmal debattiert? Weil Edward Snowden hat ja versucht, von den physischen für dem Risiko, das bei der Veröffentlichung bestimmter Informationen rausgeht, sich selber davon zurückzunehmen und anderen die Veröffentlichung zu überlassen. Wie sind Sie mit diesen beiden unterschiedlichen Herangehensweisen umgegangen? Sie waren uns bewusst, das ist tatsächlich eine Riesendebatte, die in der Hacker-Community existiert. Ne? Vollkommene Transparenz oder bedingte Transparenz. Es geht aber immer um Transparenz. Aber eben halt will man Namen wegredigieren, um zu verhindern, dass Menschen Ungutes zukommt oder nicht. Das ist eine quasi philosophische Frage, die da die ganze Zeit stattfindet. Und Snowden sieht sich aus der Generation, die gelernt hat von denjenigen, die vor ihnen gekommen sind, von denen er viel hält. Also ich glaube, einer seiner großen Helden ist Chelsea Manning zum Beispiel, ehemals Bradley Manning, der hinter dem Iraq Cables war, die Veröffentlichung über WikiLeaks von Hunderte von Tausende von interner Kommunikation der amerikanischen Armee im Irak, die viele Menschenrechtsverletzungen nachwiesen. Und Snowden hat ihn bewundert, oder sie bewundert vielmehr, und aber gelernt, dass der Weg wohl nicht derjenige ist, den er gehen wollte. Und deswegen hat er sich gewendet an Journalisten, von denen er meint, dass sie eine Rolle haben, die er nicht haben kann, wie man es im Film gesehen hat, weil er zu sehr eine politische Ansicht vertritt und würde gerne sich wünschen, dass es eben diese Zwischenstation der journalistischen Arbeit gibt. Ja. Und wir haben natürlich viel darüber geredet, weil natürlich, was passierte, wenn als Laura, nachdem sie in Hongkong gewesen war, zurückkam, war, dass sie zusammen mit Glenn Greenwald die einzige Person in der Welt war, die in Besitz dieses Archivs war. Das heißt, ein Archiv, was alle Geheimdienste der Welt haben wollten. Sie musste die ganze Zeit das hüten, das schützen und daraus so schnell wie möglich versuchen zu veröffentlichen. Und die Frage der Art der Veröffentlichung war eine ständige Debatte, weil sie wollte unbedingt das richtig machen, das heißt mit Recherche, mit anderen Journalisten, mit Institutionen wie der Spiegel, wie die New York Times, wie der Guardian, alle und so weiter. Und der große Vorwurf, den sie ständig gehört hat und auch Glenn Greenwald, war, dass die Veröffentlichungen zu langsam waren. Weil WikiLeaks zum Beispiel hätte sich gewünscht, dass es viel, viel mehr rauskommt gleichzeitig, um einen größeren politischen Effekt zu haben. Nur wenn man jede einzelne Veröffentlichung mit der Sorgfalt betrachtet, die man journalistisch haben muss, wenn man die Arbeit richtig gut macht, nämlich man muss alles überprüfen, ob das wirklich stimmt, was in den Dokumenten steht, und gucken, ob man tatsächlich Menschen schaden könnte, die es nicht verdient haben und so weiter.
das bremst das Prozess sehr stark. Ja. Wobei, wenn man jetzt zurückschaut und man sieht WikiLeaks und den Effekt, den es hatte, oder auch da die Arbeit von Edward Snowden und auch die Arbeit von Ed Greenwald und in dem gesamten Team drumherum, scheint mir zumindest, dass die Nachhaltigkeit über die der langsameren Veröffentlichung deutlich größer ist, weil viele dieser Knock-on-Effekte, nämlich die negative Publicity, die man gegen WikiLeaks hat, auch die danach kam, doch deutlich hat wegredigieren können und der Impact, der dadurch entstanden ist, ein sehr viel größerer und nachhaltigerer ist. Wie ist da so Ihre Einschätzung? Ja, das ist sehr schwer zu überprüfen, weil wir haben ja nicht beide Schienen zusammenfahren können. Ja gut, das stimmt natürlich, ja klar. Das heißt, wie wäre es gewesen, hätten wir alles auf einmal, also beziehungsweise hätte sie und Glenn mehr veröffentlicht auf einmal, wir wissen nicht. Jetzt ist es tatsächlich so, dass weiterhin veröffentlicht wird. Es könnte ja noch jahrzehntelang veröffentlicht werden, nur aus diesem einen Archiv. Und für die akademische Welt ist es sicherlich eine Fundgrube von Material. Man kann sich aber Sorgen machen, dass es auch eine gewisse Gewöhnung gibt beim Publikum, dass die Leute sagen, ach ja, noch ein Artikel, das wissen wir jetzt mittlerweile und so weiter. Und dass sich keiner aufregt. Während man könnte auch argumentieren, aber ich weiß jetzt nicht, wofür ich stehe, weil wir haben ja beziehungsweise nur eine Sache gemacht. Ne? Man könnte argumentieren, wenn es wie eine Bombe gefallen wäre, wäre das... Vielleicht hätte es vielleicht eine größere Wirkung gehabt, aber ja, man weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass es gut ist, dass es so ist, wie das ist, aber mit einem Fragezeichen am Ende. Man muss sagen, trotzdem eine Sache, man hat viel Schlechtes über Assange gesagt und er hat sich sicherlich einiges also selbst eingebrockt dafür, aber gleichzeitig ist er wirklich ein Vorreiter und ein Visionär gewesen. Und ohne ihn hätte es sicherlich auch Edward Snowden nicht gegeben. Also ohne seine radikale Haltung zur Transparenz, die wirklich eine Generation inspiriert hat von Whistleblowern, wären wir nicht hier. Was mich mal interessieren würde, ist, Sie haben ja, wenn ich mir den Abspann angeschaut habe, auch einen sehr, sehr großen Support bekommen, auch aus der Medienindustrie. Mit Steve Soderbergh haben Sie einen der profiliertesten auch Regisseure als einen Ihrer Executive Producer. Inwieweit ist das, was Sie dort angetreten haben, inzwischen auch Teil einer Bewegung innerhalb der Medienindustrie? Und ich nehme jetzt auch mal große Konzerne mit durchaus mit rein, für die natürlich auch durchaus geschäftsfördernd ist, Schutz der Privatsphäre als Teil ihres Geschäftsmodells wieder zu vermarkten. Kommt da jetzt so eine Gegenbewegung gegen dieses Absaugen von Daten in eine Art von wir bauen da auch als Medienwelt einen gewissen Schutzwall auf, oder ist das etwas übertrieben, was ich gerade sage? Ich kann es nicht so gut beurteilen. Ich bin da keine Spezialistin und ich habe nicht ab einem gewissen Punkt nicht mehr systematisch verfolgt, was gerade stattfindet. Und das, was stattfindet, ist auch komplex. Also sehr schwer zu daraus eindeutige Schlüsse zu ziehen, ob gerade die Reformen, die in Amerika stattfinden, ausreichen. Das glaube ich nicht. Ob sie der Beginn einer Welle sind, das hoffe ich. Das könnte auch sein, dass es irgendwie so dass es dabei bleibt und dann reicht es gar nicht. Ja, die technologische Welt hat stark reagiert, allerdings gibt es da auch Trennungen. Facebook ist ziemlich auf der Seite der Geheimdienste zum Beispiel. Twitter ist auf der anderen Seite. Also das liefern sich auch da Kämpfe in Silicon Valley. Aber es kann sein, also wir haben schon das Gefühl, dass es gibt ein Vor- und Nach-Snowden, so wie es ein Vor- und Nach der Berliner Mauer gibt. Ja. In dem Sinne, dass es man kann nicht mehr zurück. Ja. Also man hat etwas erfahren, man hat etwas verstanden, das man nicht mehr verlernen kann. Ja. Welche auch immer die Konsequenzen, die man persönlich davon nimmt. Man weiß, dass das Privatleben ist etwas, was, wenn man das haben will, was man aktiv schützen muss. Und es gibt natürlich ein in Vorbereitung wachsendes Angebot an Softwarelösungen, die gerade noch entwickelt werden, die auf uns zukommen werden, die uns diese Möglichkeiten geben werden. Und das wird sicherlich auch was verändern.
Vielleicht noch eine letzte Frage von mir. Haben Sie im Nachgang zu dem Film auch persönlich das Gefühl gehabt, Ihr Leben hat sich irgendwie verändert, als Teil, dass Sie das Gefühl haben, es ist nicht mehr bestimmte Beobachtungen auch in Ihrem Privatleben und Ihrem Umfeld gemacht, und von denen Sie sagen, das ist anders als das, was es vorher war? Einfach durch die Arbeit zusammen mit Laura, die nun selber auch unter schon relativ lange Beobachtung stand. Ja, also unser Leben hat sich radikal verändert, als dann Snowden sozusagen sich manifestiert hat. Nicht zuletzt, weil wir begriffen haben, dass wir, selbst wenn mein Mann Dirk Wilutzki und ich nicht notwendigerweise die direkten Zielscheiben von Überwachung sind, sind wir ganz sicherlich die indirekten Co-Überwachten. Denn wie wir erfahren haben, wenn jemand unter Überwachung ist, dann sind diejenigen, mit denen diese Personen umgehen, auch mit überwacht. Die Personen, die mit diesen Personen umgehen, auch überwacht. Und einen dritten Kreis, was natürlich schon sehr, sehr weit gefächert ist. Und wir waren direkt mittendrin. Insofern sind wir davon ausgegangen und wir haben unser Verhalten komplett verändert. Wir haben Verschlüsselung sehr schnell gelernt. Wir benutzen das auch immer noch, verschlüsselte E-Mails, verschlüsselte Festplatten. Wir haben geschnitten, also für Schnitt, das Schneiden eines Filmes war das wirklich ganz ungewöhnlich, die ganzen Festplatten zu verschlüsseln. Wir haben nur verschlüsselt gechattet, wenn wir uns unterhalten haben, fern. Und vor allem, wir haben wie in der letzten Szene des Filmes öfters auf Papiere geschrieben, Papiere verbrannt, immer mit dem Gefühl, das sei ein kleines bisschen absurd, und gleichzeitig mit dem nagenden Gefühl, gleichzeitig, dass wenn wir das nicht tun, wir uns möglicherweise schuldig machen einer unverzeihlichen Nachlässigkeit gegenüber denjenigen Quellen von Informationen, die wir hatten in unserem Material, die alles riskieren, weil es ja nicht nur Snowden gibt. Ganz vielen Dank für die Erstbeantwortung auch erstmal meiner Fragen, ob sie nun wichtig waren oder nicht. Ich würde jetzt gerne bitten, vielleicht aus dem Publikum eine Reihe von Fragen zu stellen. Ich komme mit dem Mikro dann zu Ihnen. Und ich würde Sie bitten, wenn wir das machen können, die Fragen so, so zu stellen, dass sie auch für die Allgemeinheit interessant sind. Wir haben alle Zeit der Welt, deswegen nehmen Sie sich die. Wenn wir dann irgendwann mal hier tot vom Stuhl fallen, haben wir Pech gehabt. Aber bis dahin, aber wie gesagt, es wären wirklich interessant, Fragen zu stellen, die für die Allgemeinheit hier von Interesse sind. Ja, ich habe erstmal eine uninteressante und langweilige Frage, und zwar, wie viel Prozent des Snowden-Archivs sind publiziert und wie viele Kopien gibt es davon? Und dann zwei kurze Statements. Der Dagger-Komplex, der da genannt wurde, ist in Wiesbaden-Erbenheim oder Darmstadt. Also wenn noch jemand denkt, es geht uns nichts an, es geht uns sehr viel an. Und drittens, das Statement, starke Kryptographie funktioniert, das sagt Edward Snowden auch. Also 4096 Bit-Keys, PGP, man möge sich informieren. Ja. Sind gut. Also rückwärts die Antworten. Ja, stark und gut implementierte Kryptographie funktioniert, das stimmt. Das ist nicht so schwer. Es ist eigentlich ganz einfach. Da braucht man nur 10 Minuten die E-Mail-Verschlüsselung einrichten und ein langes Passwort einrichten, ein gutes Passwort, und das sich merken. Das ist alles, was man tun muss, und dann kann man verschlüsselt kommunizieren. Das lohnt sich deswegen, weil der Unterschied von verschlüsselt zu nicht verschlüsselt ist ungefähr vergleichbar wie der Unterschied zwischen einer Postkarte schicken oder einen Brief mit Umschlag. Und wer will schon alles auf Postkarte schreiben? Insofern, ja, Verschlüsselung lohnt sich auf jeden Fall, und es ist nicht so abschreckend, wie man meint. Zweitens, habe ich vergessen gerade, ja, der Dagger-Komplex. Und erstens, diese Fragen werde ich und kann ich nicht beantworten. Und das sind auch dieselben Fragen, die alle Geheimdienste haben. Ja, hallo, ich habe noch mal eine ganz kurze Frage zu der Verifizierung des Snowden-Programms. Des Snowden-Materials. Wie viel Prozent war denn sozusagen nachher, wie viel hat sich denn herausgestellt als richtig, oder weil ja sozusagen so viel Wert gelegt wurde auf journalistische Seriosität, gab es irgendwie berechtigte Zweifel, gab es teilweise Material, wo sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass es so nicht stimmte, oder ging es wirklich bei dem journalistischen Recherchieren hauptsächlich darum, Personen zu schützen?
Also ich stecke nicht direkt in der journalistischen Arbeit. Ich war im Schneiderraum, während die Arbeit gemacht wurde, allerdings im Nebenraum. Das heißt, ich habe schon sehr viel mitgekriegt davon, aber ich kann natürlich die Frage nicht so präzise beantworten, außer das, was ich mitgekriegt habe, war, dass die Dokumenten echt sind. Und da sie echt sind, stimmen sie. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie es Fälschungen geben könnte. Die kommen einfach von der NSA, die sind da eingesammelt worden und sie widerspiegeln einen Zustand, in dem die NSA war zu dem Zeitpunkt, wo sie eingesammelt wurden. Ja, natürlich haben Journalisten dafür gesorgt, dass Agenten nicht aufgedeckt werden und die, was ihre Leben aufs Spiel setzen würden, irgendwelchen Situationen irgendwo im Ausland. Allerdings haben sie immer versucht, und das ist gerade die journalistische Arbeit, abzuwägen, was ist im öffentlichen Interesse und was ist es nicht. Ja, und das ist nämlich genau die Gratwanderung, die natürlich auch diskutabel ist, aber dafür gibt es ja auch eine Demokratie, verschiedene Medienagenturen und also dafür gibt es diese Pluralität von Stimmen hier. Ja, vielen Dank erstmal für den Film. Meine Frage wäre, ob Sie, also der Film wurde jetzt im letzten Jahr veröffentlicht. Haben Sie während der Herstellungsprozess des Films irgendwie gemerkt, dass Sie vom BND oder anderen Geheimdiensten, dass da versucht wurde, auf die Daten zuzugreifen? Ja, Ja, und nein, haben wir nicht. Allerdings, diese Sachen passieren unmerklich, wenn sie passieren. Deswegen mussten wir uns so verhalten, als wäre das der Fall und haben die größtmöglichen Maßnahmen, Sicherheitsmaßnahmen genommen, wie wir konnten. In der Sicherheit quasi, also in der 99% Sicherheit, dass es undenkbar wäre, dass Geheimdienste, die NSA und andere dieser Welt nicht versuchen würden, an diesem Archiv von was Laura hatte, ranzukommen. Insofern, und an dem Material, was natürlich jetzt, wovon man nur einen Bruchteil sieht in dem Film, aber was natürlich vieles enthält, was wir nicht in dem Film drin haben, weil wir das für immer noch zu brisant hielten für die Sicherheit von Menschen, die beteiligt sind. Insofern, wir haben unser Material und unsere Arbeitssituation als eine Hochsicherheitsangelegenheit betrachtet und haben die größtmöglichen Maßnahmen ergriffen, in der Hoffnung, dass dass der BND das Gesetz befolgt und journalistische Arbeit nicht behelligt. Wir wissen nicht, ob es wirklich der Fall ist, aber man kann es zumindest hoffen. So sollte es sein. Und in dem Wissen auch, dass die amerikanischen Geheimdienste vor wenig zurückschrecken, außer öffentlicher Meinung. Eine zweite Frage hätte ich noch, und zwar inwiefern, also Sie hatten vorhin von den Veränderungen, die eintreten könnten aufgrund dieser Veröffentlichung gesprochen. Inwiefern schätzen Sie das ein, wie groß tatsächlich die Veränderungen sein könnten? Da, wenn ich dran denke, also ich bin jetzt Mitte 20, Sie hatten von persönlichen oder also der Schutz oder Schutz der Privatsphäre der Einzelpersonen als wichtig zu erachten gesprochen. Wenn ich mit Leuten in meinem Alter oder auch jünger spreche, dann gibt man gern oder geben viele Leute gern Informationen preis und sind sich auch gar nicht darüber bewusst, was eigentlich getan wird. Haben Sie da, also ich bin da manchmal recht pessimistisch, was das angeht, dass eine wirkliche Veränderung möglich ist dann in dem Moment. Also das stimmt. Die größte Sorge, die ich habe, sind wir als Gesellschaft. Ja, das ist irgendwie das die größte Potenzial für Enttäuschung ist, dass die Gesellschaft nicht reagiert, so wie sie sollte, mit der Empörung, die ich meine, dass es geben sollte. Und ja, man hört es ununterbrochen, dieses "Ich habe nichts zu verbergen" und diese Argumente. Snowden hat neulich selber gesagt, zu sagen, ich habe nichts zu verbergen, ist ungefähr synonym oder gleichzustellen mit der Äußerung,
ich brauche keine Redefreiheit, weil ich habe nichts zu sagen. Kann man das mal so versuchen, sich vorzustellen. Hat man nichts zu sagen? Ja, vielleicht hat man nichts zu sagen. Aber das hat natürlich, das wirft große Konsequenzen. Ja, es gibt viele Argumente und ich fühle mich ein bisschen, wie kann man sagen, müde, die alle aufzulisten. Ich kann nur sagen, es gibt, wir haben alle was zu verbergen. Wir stellen keine Kameras in unsere Toiletten und streamen sie direkt ins Internet. Warum? Weil wir meistens gern privat sind in manchen Situationen. Ja. Und es gibt auch viel mehr, dass wir nicht bemerken, wo wir gerne privat sind. Aber es gibt einen Haufen Filme in YouTube zum Beispiel, wo man sieht, wie Menschen gerade denken, dass sie allein sind, sich schminken, sich schön machen, sich in den Spiegel angucken und Mimiken machen und plötzlich realisieren, dass sie gefilmt sind. Und wenn man sieht, was sie für einen Schreckenausdruck haben, wenn sie begreifen, dass sie eigentlich die ganze Zeit dabei beobachtet waren und in einer Situation, wo sie eigentlich dachten, allein zu sein, merkt man, dass selbst in diesem Beispiel klar wird, dass wir immer irgendwas zu verbergen haben. Man braucht das Gefühl, dass man allein mit sich ist, überhaupt um kreativ zu sein, um irgendwie sich entfalten zu können. Aber es gibt noch viel mehr Argumente und dafür ist Glenn Greenwald, den man da so eloquent in dem Film gesehen hat, besonders gut. Der hat einen TED-Talk gehalten, den kann man im Internet sehen, 20 Minuten, wo er einfach darüber spricht, ja, über dieses Ich habe nichts zu verbergen Argument. Und er legt es auf seine übliche, brillante Art und Weise nieder. Ja, ich wollte fragen, bei dem ganzen Projekt, was war denn die schwierigste Stelle, auch inhaltlich für Sie, das umzusetzen? Also wo hatte man die meisten Probleme, wo man gesagt hat, ach, nehme ich jetzt das oder das? Oder wie komme ich von A nach B in dem Schnitt? Danke. Ich glaube, die zwei, also es gibt vielleicht die drei Schlüsselfragen für uns wurden nach und nach. Erstens, was machen wir mit Snowden, als er dann reinkam in unseren Arbeitsprozess? Wir hatten schon quasi einen Film geschnitten mit den anderen Protagonisten und mussten ihn komplett über den Haufen werfen, weil wir merkten, Snowden ist eindeutig der Kern des Filmes. Und den mussten wir quasi komplett neu machen. Ja. Das war schwer, weil wir hatten hervorragendes Material, gerade mit Assange. Das Zweite war, es war sehr schwer für mich und Dirk, mein Mann, als Laura dazu zu bewegen, sich selbst zu integrieren in dem Film, als Protagonistin des Geschehens. Das war extrem schwer, sie ist gewohnt, hinter der Kamera zu sein und bleiben zu wollen, aus Prinzip. Ja. Und überhaupt in dem Film einzutreten als Figur war eine riesige Überwindung und ich habe Monate gebraucht der Überredungskunst und Überlistungsversuche, um das bis da zu diesem Punkt zu bringen. Aber sie hat es natürlich auch eingesehen, weil sie ist natürlich eine der Akteurinnen des Geschehens. Und das Dritte war, wie integrieren wir und inwiefern integrieren wir die Existenz dieser neuen Quelle, die man andeutet am Ende des Filmes. Weil es ist eine Person, die beschlossen hat, nicht vorzutreten und sich nicht bekannt zu machen. Das heißt, es ist eine Person, die in ständiger Angst lebt, dass eines Morgens sie verhaftet wird und ins Gefängnis gesteckt wird für den Rest ihres Lebens. Und ja, da haben wir uns gefragt, ob wir überhaupt sie integrieren. Und wenn, wie? Und wir hatten alle möglichen Varianten und haben sie ausprobiert, immer zitternd, und sind zu dem gekommen, was wir jetzt gemacht haben. Weil es jetzt eben schon in Richtung Schnitt ging und ich eben überlegte, als Sie sagten, es hat ja nicht nur das, was eine normale Schnittarbeit hat, zu überlegen, ich habe ganz viel Material, ich muss kürzen, ich muss irgendwie eine Dramaturgie erzählen, sondern es hatte ja wirklich auch diesen Sicherheitsaspekt. Was macht das mit der Arbeit des Filmschnitts? Also inwieweit hat das Einfluss
genommen auf das, was man als Dramaturgie für diesen Film erzählen konnte. Und zwischendrin hatte ich, als wir hier so saßen und schauten, es gab so ein paar Lacher, die nicht, weil es, oder auch, es gab durchaus Momente, die irgendwie eine Komik hatten und andere Momente, die einfach dieses Erstaunen, dieses Unfassbare hatten. Und sonst hört man das schon mal von Filmemachern, die sagen, ja, es gibt diese kalkulierten Momente, da rechnen wir damit, dass dann ein Lacher kommt. Funktioniert sowas für einen solchen Film? Also gab es diese Momente, wo man im Schnitt sitzt und sagt, jetzt macht er sich die Haare und ich möchte in der Dramaturgie irgendwie einen leichten Moment haben? Oder ist das was, was jetzt einfach aus dem Publikum immer anders funktioniert? Nein, also wir haben nicht bewusst nach lustigen oder leichten Momenten gesucht. Gar nicht. Wir haben einfach nur geschnitten, das, was wir dachten, sein muss. Und als wir den Film zum allerersten Mal gezeigt haben, in New York, im Oktober zu dem New York Film Festival, das war die erste Aufführung des Filmes, zum ersten Mal mit richtig Publikum, anstatt einer handverlesenen Anzahl von Menschen, die im engen Kreis waren, Sicherheitskreis, saßen wir da plötzlich mit, weiß nicht wie viel, 100 Leute. Und in New York, also in Amerika, da wo das alles eine Resonanz hat, anders als hier, haben die Leute von Anfang bis Ende gelacht. Und wir haben gedacht, dass wir waren am Anfang komplett entgeistert und paralysiert vor Schreck. Und es war wirklich, aber wir haben relativ schnell verstanden, dass es eine Aufregung war, vor allem. Und dass es wie ein Aufsaugen war, das so wie eine intravenöse Zufuhr von Material war, dass also eigentlich die Anspannung so groß war, dass es irgendwie zum Lachen geführt hat, an Stellen, wo wir bereit waren, aus dem Fenster zu springen, wenn jemand lacht, normalerweise, ja, in dem Film. Und deswegen ist Lachen ist eigentlich so eine diffuse Reaktion, man weiß ja nicht wirklich, was es bedeutet. Es ist ja nicht notwendigerweise leicht, es kann auch irgendwie so ein Zeichen von Verspannung, von allem Möglichen. Und das haben wir nicht versucht zu planen, sondern wir haben einfach das gemacht, was wir dachten, macht Sinn, ja. Und inwiefern die Sicherheitseinschränkungen, die wir hatten, die Dramaturgie beeinflusst haben, ich würde sagen, ja, also es gab Sachen, die wir gerne in dem Film haben wollten, die wir nicht in dem Film drin gemacht haben, weil wir dachten, es ist zu riskant für die Personen, die beteiligt sind, zum Beispiel. Das hat so eine einschränkende Wirkung gehabt, aber wir haben versucht, auch das Beste daraus zu machen. Aber es hat immer wieder Momente gegeben, wo wir dachten, das ist total spannend, aber das können wir nicht machen. Ich will bitte noch einmal einen Schritt zurück, weil mir die Frage erst kam, als Sie darüber sprachen, dass wer sagt, dass er nichts zu verbergen habe, auch nichts zu sagen habe. Gerade eine Frage eben an uns, die Bundesrepublik und da auch den Westteil. Wenn man zurückdenkt, das sind noch nicht mal 30 Jahre, dass die Volkszählung in der alten Bundesrepublik eine von heute aus geradezu Hysterie entwickelt hat, aus Angst, dass man Daten, die aber sowas von lächerlich von heute aus sind, weitergeben soll, dass sie gar nicht stattfand. Und ich frage mich jetzt, wie kann innerhalb einer Generation eine solche Wandlung in einer Gesellschaft gehen? Und eigentlich fällt mir nur das Internet als Begründung ein. Und wollte Sie eben fragen, gibt es da Forschung darüber? Ist das Jugendverhalten? Sind auch die damals wirklich so dagegen waren, heute noch dagegen? Haben Sie über diese politische, soziologische Forschung irgendwelche Erkenntnisse? Das ist vielleicht eine Frage für Sie, oder? Ja, ja, das ist ein bisschen das, was man... Sie dürfen eins nicht vergessen. Zum damaligen Zeitpunkt war das Weggeben von Daten, hat keinen Gegenwert gehabt. Es ist immer ein Tauschhandel. Wenn wir heute Daten weggeben, bekommen wir was dafür. Wir bekommen Bequemlichkeit, Geschwindigkeit, schnellen Zugang, Waren, wie immer wir wollen. Wir geben für kostenlosen Zugang zu Netzen unsere Daten und bekommen dafür eine Gegenleistung. Ich erinnere mich noch ziemlich genau an diesen Zensus, als wir saßen vor diesen riesen Listen und die ausfüllen sollten. Und warum? Wofür? Wir haben nichts davon. Heutzutage ist es ein Handel, es ist ein Trading, es ist ein Austausch.
Sie werden sich Stück für Stück an dieses Thema rangeführt und das sorgt dafür, dass das Weggeben von Daten ist leicht geworden. Es bedeutet nichts mehr, es tut nicht mehr weh. Sie müssen nichts mehr ausfüllen, Sie müssen nichts mehr unterschreiben, es passiert einfach. Ich glaube aber, wenn Sie sich anschauen, was im Moment passiert, auch was diese Bewusstseinswerdung betrifft, gibt sicherlich die Generation, die wurde angesprochen, der Mitte 20er. Die Generation, die jünger ist, geht schon wieder mit Daten sehr viel bewusster um oder spielt auch sehr viel mit Daten oder spielt auch damit, mit diese Daten zu verfälschen, dass sie bereits eine Rolle spielen, die weitergehen. Das heißt, auch das, was passiert, die Wechselgeschwindigkeit und die Umsetzungsgeschwindigkeit mit diesen, mit den Medien, wie sie zurzeit funktioniert, ist bereits einen deutlichen Schritt weiter. Wir reden derzeit über eine Generation, die sich weggegeben hat Mitte 20. Die jetzt mit den Daten umgehen, sind 15, die gehen mit diesen Daten wieder völlig anders um. Also das heißt, auch da entwickelt sich eine neue Struktur. Keiner weiß, wo sie hingeht, keiner weiß, wie man damit umgeht. Was allerdings ein Punkt ist, und ich glaube, da helfen auch die Veröffentlichung von Snowden, dass einem viel klarer wird, wie diese Datensammlungen eigentlich auch funktionieren, wie sie angewandt werden, wie sie auch von staatlichen Institutionen angewandt werden. Und dieser Prozess geht sehr viel früher in das Bewusstsein von Jugendlichen ein. Das, was weg ist an Daten, ist weg. Die nachfolgenden Generationen haben die Chance, es mit ihren Daten anders zu machen. Aber ganz ehrlich, wo das hinführt, wir wissen es alle nicht. Und wenn am Ende, und da kann ich nur eins sagen, so hart das auch klingt, wenn eine komplette Generation sagt, wir wollen unsere Daten weggeben, weil es macht unser Leben leichter und es macht uns nichts aus, dann werden sie im Sinne der Demokratie nicht dran hindern können. Allerdings muss man auch sehr stark unterscheiden zwischen unseren westlichen Ländern, Gesellschaften, in der wir in relativem Frieden seit relativ langer Zeit leben und wo sich ein Gefühl entwickeln konnte von großem Spielplatz und die Gesellschaften, in dem, wenn man Informationen über sich preisgibt, kann man von Sicherheitsdiensten mitgenommen werden am frühen Morgen und ins Gefängnis oder gefoltert werden. Das ist natürlich was ganz anderes. Für uns ist es kein Problem, man denkt, ja, ich habe nichts zu verbergen und möchte lieber weiter Software runterladen, Musik hören. Für jemanden, der in Jemen ist und Aktivist, oder für jemanden in Afghanistan oder in China oder sonst was, wenn diese Person einen Blog hat auf Facebook und Facebook die Daten rausgibt an der Regierung, weil die Regierung unzufrieden ist mit dem politischen Inhalt des Blogs, dann kommt die Person möglicherweise ins Gefängnis, wird möglicherweise gefoltert, wird möglicherweise umgebracht. Das hat Konsequenzen, die für uns undenkbar sind in unserer sozusagen bequemen Situation. Das heißt, man denkt, ja, ich habe nichts zu verbergen. Allerdings, es braucht nur, dass unsere Demokratie zu etwas wird, was nicht mehr Demokratie ist, und man weiß jetzt nicht, wie man es beschreiben soll, ob es jetzt Diktatur sofort wird oder etwas dazwischen, aber wo Freiheiten nach und nach verschwinden in gewissen Bereichen, um plötzlich ganz anders damit umzugehen, weil man braucht ja nur sehen, was zum Beispiel mit amerikanischen Muslimen gerade stattfindet. Sie werden ja persekutiert von der NSA. Also es gibt ja etliche Artikel, die veröffentlicht wurden aufgrund der Snowden-Dokumente, die zeigen, dass ganze Communities, wie man auf Englisch sagt, also so Gruppierungen von Menschen, die sich kennen in Städten, die Muslime sind, viel, viel mehr verhört und überwacht sind als andere Menschen, dass ihnen ständig Fallen gestellt werden, dass sie verfolgt werden, dass ihre Privatleben auseinandergenommen werden, um sie zu erpressen und so weiter. Also Sachen, die wirklich undenkbar sind für diejenigen, die damit die nicht gewohnt sind, diskriminiert zu werden. Ja. Und das ist in Amerika. Also die Fragen, also diese im Grunde diese Haltung, ich habe nichts zu verbergen, ist eine sehr
verdorbene Haltung von Menschen, die keine Probleme haben. Da braucht man nur ein kleines bisschen, also es muss sich nur die Lage verändern und man ist plötzlich nicht einverstanden mit seiner Regierung und will was dagegen machen und gerät ins Visier der Geheimdienste. Und dann kann man viktimisiert werden per Knopfdruck. Und Drohnen zum Beispiel. Leute werden ermordet aufgrund der Metadaten von ihren Funktelefonen. Auch das ist eine Konsequenz von Daten weggeben. Ja. Klar, also man kann sagen, ich habe nichts zu verbergen. Die Frau eines gesuchten Mannes in Jemen kann sagen, ich habe nichts zu verbergen. Nur wenn der Mann ihr sein Telefon gibt, weil sie kurz was einkaufen geht und sie wird umgebracht, weil das Computer sagt, jetzt, dann sieht man eigentlich die weitreichende, beziehungsweise ich möchte sagen, dass ich das nicht für richtig halte, wenn selbst ein suspekter Terrorist, also jemand, der wovon man denkt, er sei Terrorist, umgebracht wird ohne Prozess. Das ist auch noch was. Ja. So, insofern, es ist jetzt so, wir denken, ja, ich höre Musik XY und was soll ich noch verbergen, aber das kann sich schnell ändern. Noch einmal kurz dazu, Sie haben es ja gerade gesagt und im Film hat man es auch bemerkt, Metadaten sind Inhalt oder Metadaten sind zu 90% Inhalt. Die es analysieren, konstruieren sich eine Geschichte dazu und die ist dann falsch oder auch nicht falsch, aber sie wird zu unseren Ungunsten ausgelegt. Und im Moment ist ja die Diskussion in Deutschland, ob unsere Daten alle anlasslos wieder gespeichert werden sollen, Vorratsdatenspeicherung. Und wie Sie auch sagten, die NSA gibt selber zu, we kill based on metadata. Das war, glaube ich, Michael Hayden oder so, und der Vorgänger oder Nachfolger von diesem Keith Alexander, dem NSA-Direktor. Und ich traue das zwar den Sozialdemokraten nicht zu, und auch nicht der CDU, dass sie irgendwen von uns umbringen wegen unserer Metadaten. Aber was alles mit den Metadaten passieren kann, das wissen wir ja jetzt. Und das ist mal ein Grund, dagegen vorzugehen, sobald man kann. Ich hätte vielleicht auch noch eine Frage im Rahmen eures Oscar-Prozesses, weil das ist ja tatsächlich auch immer mal wieder schwierig, quasi ein politisches Thema da so aufzubringen. Man hat noch in Erinnerung Michael Moore, dem dann damals bei seiner Rede die Musik dann angemacht wurde und er abgewürgt wurde. Das ist ja auch ein langer Prozess, bis der Film dann auch so in den Köpfen der Academy und der ganzen Mitglieder mit drin ist, dass er dann irgendwann diesen Stellenwert hat, dass er diesen Oscar dann auch bekommen kann. Kannst du uns ein bisschen was erzählen zu diesem, wie du das mitbekommen hast in dieser Phase und wie ihr damit umgegangen seid und was euch da entgegengekommen ist? Ja, also in Amerika, wenn man ein amerikanischer Verleih hat, der Ehrgeiz hat und der dein Potenzial sieht, dann gibt es eine sogenannte Oscar-Kampagne. Und die haben wir erlebt. Laura hatte das schon gehabt, weil sie einen Film von ihr war schon nominiert worden. Mein Mann und ich waren ganz neu dem ganzen Zirkus. Und es besteht darin, dass man ununterbrochen, wochenlang, monatelang Academy-Mitglieder trifft und Hände schüttelt und versucht, charmant zu sein und den Film zeigt und solche Sachen wie heute Abend macht. Und versucht im Grunde so überzeugend wie möglich mit dem Film zu hantieren. Und wir wussten absolut nicht, was zu erwarten war. Wir hatten eigentlich den Film gemacht mit der Idee, dass das Schlimmste passieren könnte uns und gar nicht irgendwie, dass wir dafür gefeiert werden würden in diesen Kreisen. Zumal die Mehrheit der akademischen, also der Mitglieder der Akademie, sind eher links, liberal und hängen sehr an Obama. Und viele von denen meinen, dass Snowden ja, also Obama geschädigt hat. Ja. Und sie sind ihm deswegen, nehmen ihm das sehr, sehr übel. Insofern wussten wir gar nicht richtig, was zu erwarten war. Aber was interessant war, war, dass auch viele davon von der Generation waren, von der Zeit, wo Vietnamkrieg und überhaupt Martin Luther King, die Überwachung stattfand. Und die erinnerten sich eigentlich an der Aufruhr, die es gab in den liberalen Kreisen über die Vorgehensweise der CIA, die Leute wirklich verfolgte. Genau, also das wissen Sie mehr darüber. Und deswegen, genau, all diese Sachen. Und deswegen haben wir festgestellt eigentlich, dass es eine riesige Resonanz hatte für Sie. Und das hat sicherlich zu unserem
zu dem Oscar geführt, würde ich sagen. Also da haben wir richtig, wir sind auf Sympathie getroffen. Ich wollte fragen, sind Sie denn und Ihr Team von Geheimdiensten direkt oder indirekt angesprochen worden, begleitet worden? Und wenn nicht, wie erklären Sie sich denn eigentlich den Respekt, wenn das nicht der Fall war? Ich glaube, dass die meiste Überwachung digital erfolgt, also das Großteil davon. Es kostet viel, viel mehr Geld, Agenten vor Ort zu schicken, als Daten überhaupt zu hacken. Ja. Insofern, das ist die eine Sache. Also die meiste Überwachung von uns ist sicherlich digital gewesen und wir haben einfach nur versucht, das sozusagen vorbeugend uns so zu verhalten, dass es nicht der Fall ist, mit dem Bewusstsein, dass es vielleicht nicht immer gelingt. Laura hat ein paar Mal, die Regisseurin hat ein paar Mal das Gefühl gehabt, dass sie gefolgt wird. Allerdings hat ihr Snowden gesagt, dass wenn man die menschliche Überwachung mitkriegt, dass es Absicht ist, weil die zu gut sind in Wahrheit, um dass man es normalerweise mitkriegt. Das heißt, wenn sie sich dann sichtbar machen, das ist eher als Einschüchterungsmethode gedacht. Insofern ist es schwer zu sagen. Ja. Da hat man auch Angst vor verdeckten Ermittlern, das heißt, dass vielleicht irgendeiner eurer Mitarbeiter plötzlich infiltrierend. Ja, also beziehungsweise man muss sagen, in solchen Situationen muss man sich aufs Gefühl verlassen, was man hat. Weil im Endeffekt, es gibt nichts über den Instinkt, den man hat über Menschen und die Sympathie, die man empfindet, wenn man jemanden trifft oder die Antipathie oder das kleine Fragezeichen, was in der Luft hängt und so. Und das sind Sachen, die natürlich, die man mehr oder weniger pflegt im Alltag sowieso, ich sehe, aber wenn nicht dann erst recht in dieser Situation natürlich, man schaut sich um mit einer Bereitschaft zu trauen, aber auch, ne? Also weil man kann auch andere trauen, das geht. Und wir sind auf wirklich viele Menschen getroffen, die uns ihre Hilfe wirklich großzügig angeboten haben, ohne Bedingungen. Und das ist toll, da sieht man eigentlich das Beste im Menschen, auch in solchen Situationen. Aber natürlich, wir haben die meiste Zeit des Filmemachens waren wir eigentlich nur zu dritt. Also Laura, mein Mann und ich. Und erst gegen Ende haben wir eine Assistentin genommen, eine Schnittassistentin, und die haben wir getraut. Und dann andere Leute, und dann waren wir zu fünft. Und dann haben wir irgendwann angefangen, Test-Screenings zu machen, dann waren wir ein bisschen mehr und so. Aber das war immer nur eine Handvoll. Wir haben also die Finanzierung des Filmes meistens so gemacht, dass wir Leute gesagt haben, wir haben den Film, der ist ein Film, der ist von Laura Poitras, es geht um Snowden und wir können euch nichts zeigen und wir wollen trotzdem Geld. Und manche haben Nein gesagt. Das ist ein interessantes Fundraising-Konzept. Ja. Gibt es noch Fragen? Ansonsten würde ich sagen, ja. Ja, erst nochmal Kompliment für einen sehr wichtigen politischen Film. Und meine Frage, wie sieht es denn mit der Distribution aus? National hier in Deutschland und international. Ich glaube, der Verleiher ist ja wohl ein eher kleiner Verleih hier in Deutschland. Wie sieht das international aus? Gibt es da große, weit verbreitete Verleiher, die ihn groß rausbringen wollen, denn wir sind ja hier auch ein sehr kleiner Kreis und eine kleine Nische. Im Abspann war NDR und seltsamerweise auch der Bayerische Rundfunk genannt als Sponsor. Wann erscheint er also im Bayerischen Rundfunk und beziehungsweise Fernsehen und im NDR? Und gibt es Chancen, ihn auch in die größeren Kinos sowohl hier in Deutschland als auch international zu bringen? Danke. Also der Film ist schon in den Kinos gelaufen in Deutschland. Es hat jetzt schon seinen Lauf gehabt. Unser Verleih war Piffel Medien, ein sehr sympathischer, engagierter Verleih. Und wir haben, das Ding ist ja, bei Besucherzahlen sieht man sofort sich eingeordnet in Kategorien. Wir gehören der Kategorie politischer Dokumentarfilm. Also so ist es. Und politische Dokumentarfilme haben bekannterweise nicht zu viel Zuschauer. Allerdings hatten wir
sehr viele Zuschauer innerhalb dieser Kategorie, aber im Vergleich zu dem neuesten Til Schweiger-Film war das unerheblich. Insofern, das ist ein bisschen die Realität des Filmes in der Welt. Also kann man extrapolieren und so kann man sagen, dass es ein bisschen überall der Fall war. Das heißt, zum Beispiel in den USA haben wir auch unseren Film gezeigt und wir waren in der Geschichte sozusagen der Distribution waren wir der viertbeste Platz für politische Dokumentarfilme. Das ist nicht schlecht, aber das ist auch nicht viel, das bedeutet trotzdem nicht allzu viel Zuschauer. Aber es ist auch gut und der Film läuft im Fernsehen, in Deutschland wird er im November gezeigt. Ich weiß nicht mehr genau, welches Datum ist gerade eben beschlossen worden. Und in Amerika ist er schon auf HBO gelaufen. Das ist, viele Leute sehen den Film durch das Fernsehen, viele Leute sehen den Film bald oder jetzt schon auf iTunes zum Beispiel. Es gibt ganz viele VOD-Angebote und ja, das betrifft im Grunde die ganzen Länder. Der Film ist in der ganzen Welt verkauft worden. Dann würde ich doch sagen, wir danken dir und deinem Team für den Mut und die Chance hier, diese Einblicke in ein wirkliches Dokument der Zeitgeschichte bekommen zu haben. Einen herzlichen Applaus. Mathilde Blondfort, Dankeschön. Und natürlich auch an Jan Weidner. Und in 2 Monaten geht's weiter mit der nächsten Veranstaltung. Aber ich möchte Sie auch schon mal darauf hinweisen, morgen haben wir nämlich quasi eine Anschlussveranstaltung, kann man fast sagen. Denn in unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film, wird Christoph Hochhäusler hier bei uns zu Gast sein. Einer der berühmten Regisseure der Berliner Schule. Und er hatte einen Film gemacht über einen Journalisten, einen Politthriller, der einen Bundeswehrskandal aufdeckt und dann eben auch mit den Geheimdiensten zu tun bekommt. Also das ist sehr, sehr spannend. Die Lügen der Sieger heißt er, wenn Sie noch nichts vorhaben. Morgen Abend sehen wir uns wieder. Ansonsten einen schönen Nachhauseweg. Bis bald. Tschüss.